Frau Krieger, welches Thema ist denn jetzt aufgetaucht? Da geht es um das Thema Verantwortung. Das ist einerseits dieses, dass ich gerne Verantwortung übernehme und mich dann auch für alles verantwortlich fühle. Seien das jetzt irgendwelche Sachen, die halt irgendjemand, also dass das halt dann halt einfach keiner macht und ich mir dann denke, naja, bevor es jetzt irgendwie keiner macht, mache ich es halt dann. Verstehe, ja. Aber auch so Sachen wie, dass ich mich dann verantwortlich für die Gefühle meines Gegenübers, also dass ich mich dafür verantwortlich fühle. Das ist ja nun eindeutig übergriffig. Ja. Ja, nun größenwahnsinnig, ja. Wer sind Sie denn, dass Sie die Gefühle Ihres Partners irgendwie steuern könnten? Aber das ist sehr verbreitet und wir könnten ja schauen, wo es herkommt. Sehr gerne. Im Gegenzug aber dann auch ist es so, dass ich dadurch, dass ich mich ja dann um alles andere kümmere, dann keine Zeit mehr für mich habe und dann natürlich die Verantwortung für mich nicht so übernehme, wie ich das sollte. Und also, dann erwarten Sie unausgesprochen, dass der andere die Verantwortung für Ihre Gefühle übernimmt. Ja, natürlich. Und das geht genauso schief. Und das ist dieser typische Konflikt in diesen symbiotischen Beziehungen, dass man dann im Grunde sich unangemessen verantwortlich fühlt für den anderen und gleichzeitig aber erwartet, dass der andere sich genauso verantwortlich fühlt für mich. Und das kann überhaupt nicht funktionieren, weil Sie sind ja für ihn gar nicht zuständig. Das heißt, Sie können da sehr viel Energie verlieren, aber Sie bewirken eigentlich gar nichts. Ja. Und umgekehrt erwarten Sie vom anderen, dass er sich für Sie verantwortlich fühlt und er ist auch bei Ihnen natürlich nicht zuständig und kann letztlich da auch gar nichts bewirken. Und wenn Sie dann enttäuscht sind und sauer sind auf ihn, dann ist das nur für die Beziehung halt sehr belastend, aber es ist auch nicht, es ist nicht hilfreich. Ja, ja. Ja, was hatten wir denn das letzte Mal angeschaut? Helfen Sie mir nochmal. Konflikte. Also die, dass ich vor Konflikte so Angst hatte. Und auf was sind wir da gestoßen? Auf meine Eltern mit zwei Traumen oder Traumata. Was, mehr Mutter oder Vater? Mehr Mutter. Auf mein falsches Selbst sind wir gestoßen, genau. Ja. Dann können wir da mal schauen im Thema Verantwortung. Also wir könnten annehmen, dass wir nennen das sowas ja ein falsches Selbst. Das ist die Anneliese, die sich sofort für den anderen verantwortlich fühlt, sogar für die Gefühle des anderen verantwortlich fühlt. Und das ist, betrachten wir als falsches Selbst, weil das hindert sie daran, mit der Anneliese verbunden zu sein, die ihren Wert und Würde einfach dadurch hat, dass sie da ist. Unabhängig davon, ob sie irgendetwas leistet oder für irgendetwas anderes verantwortlich ist, schon gar nicht für die Gefühle eines anderen. Ja. Also das ist beide, dieses falsche Selbst ist sozusagen mit ihrem Wesen überhaupt nicht vereinbar. Und solange sie aber daran festhalten, an diesem falschen Selbst, so lange hindert es sie daran, diese souveräne, selbstbewusste Anneliese zu sein, die sie eigentlich sein könnte. Das ist so unser Konzept. Und das ist für viele Klienten erstmal ganz neu, dass sie selber so ein wahres Selbst haben sollten. Aber es zeigt sich dann, dass letztlich es immer vorhanden ist. Es war nur überlagert und verdeckt durch andere Themen, die man unbewusst verinnerlicht hat, im Sinne eines Introjektes. Das sind manchmal fremde Traumata, eigene Traumata, fremde Probleme. Und das könnte man durch die Aufstellung klären. Und wenn Sie den Zusammenhang verstehen, dann können Sie das so bearbeiten, dass alles das, was mit ihrem Wesen eigentlich gar nicht vereinbar ist, dass sie das aus ihrem Raum entfernen. Mhm. Und dann erst haben sie die Option, die Möglichkeit, ganz die Anneliese zu sein, die sie eigentlich sein könnten, die all diese Probleme gar nicht brauchen. Was halten Sie davon? Sehr gut. Dann nehmen wir doch für dieses falsche Selbst eine schmale, hohe, rote Figur. Schauen Sie mal, ob Sie sowas haben in Ihrem Repertoire. Nee, rot habe ich jetzt nicht. Ich hätte gelb und grün oder ich hätte die zwei hier.
Haben Sie gar keine rote Figur? Ich hab kleine, also so. Dann nehmen wir erstmal für Sie und in diese kleinen Formen Rot, Grün und Gelb. Das ist erstmal, das sind Ihre Selbstanteile. Die hier, gell? Genau, Rot. Die sind so viereckig, wahrscheinlich Rot, Gelb und Grün. Genau. Die stellen Sie mal in die Mitte, die anderen können stellen Sie mal auf die Seite. So. Und dann nehmen wir mal, Grün brauchen wir noch, das kindliche Selbst. Auch in der gleichen Größe. Ah, da ist es schon, das war nur versteckt. Ja. Also das Rot ist die Anneliese von heute und Gelb ist wieder diese souveräne Anneliese, die Sie eigentlich sein könnten, die zu Ihrer Grundausstattung gehört, mit der Sie aber möglicherweise nicht so gut verbunden sind. Und Grün ist die Anneliese, die bedürftig sein darf, die beschützt werden möchte, die auch neugierig sein darf und kreativ ist. Und das falsche Selbst, dann nehmen wir dann mal diese grüne Bogenfigur. Das ist dies. Das ist die Anneliese, die sich sofort für alles zuständig fühlt, sogar für die Gefühle der anderen. Und jetzt dürfen Sie mal diese Elemente so aufstellen, wie sich das im Augenblick für Sie anfühlt. Ah ja, dann legen Sie meine Figur auf die rote Figur, auf die Anneliese von heute. Wie geht es der Anneliese von heute in dieser Konstellation? Recht normal. Es ist Ihnen bekannt, Sie kennen es gar nicht anders. Genau. Und wo geht Ihre Aufmerksamkeit hin? In welche Richtung? Zu der hier. Ja. Also da gibt es zwar ein wahres Selbst, aber das ist dann Ihr Selbst, aber das ist irgendwie mir im Rücken und das wird gar nicht beachtet. Jetzt nehmen wir doch mal das Symbol für eine Grenze, um anzudeuten, dass dieses falsche Selbst eigentlich gar nicht mehr hier und heute in Ihren Raum gehört, weil es ja eigentlich mit Ihrem Wesen gar nicht vereinbar ist. Diese Grenze legen Sie mal so zwischen das falsche Selbst und Sie. Und dann schauen Sie mal, legen Sie nochmal den Finger auf die rote Figur. Wie geht es jetzt der Anneliese von heute, wenn es da eine Grenze gibt und wenn dieses falsche Selbst gar nicht mehr zu ihrer Identität hier und heute gehört? Ungewohnt. Ungewohnt, ja. Also bisher war das halt Ihre Orientierung. Danach haben Sie sich orientiert, so sind Sie gewesen. Und irgendwie schlecht und recht haben Sie Ihr Leben damit bewältigt. Ja, kann man auch mal würdigen, man muss es gar nicht wählen. Kann ich bewerten, aber es gibt halt immer wieder Probleme. Es knirscht immer wieder. Und ja. Deswegen ist das ist auch der Grund, warum Sie jetzt diese Sitzung haben möchten, um da was zu klären. Jetzt legen Sie mal neben dieses falsche Selbst, nehmen Sie mal einen roten Würfel. Haben Sie einen roten Würfel in Ihrem Sortiment? Den stellen Sie mal neben dieses falsche Selbst. Und wir nehmen an, dass dieses falsche Selbst irgendwann in Ihrer Biografie entstanden ist. Also erfahrungsgemäß ist dieses falsche Selbst immer, entsteht immer in einer Situation, wo ein Kind überfordert ist, wo es in Beziehungen lebt mit Eltern, die so das gesunde Selbst eines Kindes gar nicht wahrnehmen und fördern können, sondern die selber bedürftig sind, sodass das Kind dann immer in diese Überforderung hineinkommt und sich dann verantwortlich fühlt für alles mögliche andere. Und legen Sie mal einen Finger auf diese roten Würfel, welche, und schauen Sie mal, was für Körpergefühle auftauchen, was für Bilder auftauchen, was für Sätze auftauchen. Lassen Sie sich Zeit und alles das, was auftaucht, können Sie mir mitteilen. Wo kommt es her, dieses Gefühl für alles verantwortlich zu sein? Was taucht da? Also ich merke eine Schwere. Ja. Also auf den Schultern. Ja. Ich merke auch, wie ich kleiner werde. Hilflos ein Stück weit. Oder eigentlich hilflos, ja.
Ja. Ja. Und wenn es was mit Ihrer Biografie zu tun hat, wie alt sind Sie da in dieser Situation? Möglicherweise war es auch nicht eine Situation, sondern es waren Situationen, die typisch waren für Ihre Kindheit, die sich immer wiederholt haben. Aber was ist da typisch? Was können Sie da so typisch wahrnehmen? Ich würde sagen, so 3, 4 Jahre alt. 3, 4 Jahre alt. Gab es da irgendein besonderes Ereignis in Ihrer Familie? Meine Schwester wurde geboren. Ja. Das ist ja immer eine kritische Phase. So, dass eine Mutter natürlich sich dann diesem kleinen neuen Wesen zuwendet, was ja erstmal total bedürftig ist und gar nicht alleine lebensfähig ist. Und für die ältere Schwester, die bis dahin vielleicht so ein bisschen im Mittelpunkt stand, heißt es, dass sie auf einmal gar nicht mehr so beachtet wird. Das ist immer so eine kritische Phase. Und es gibt halt Mütter, die dafür wenig Verständnis haben. Und wenn, gerade auch wenn sie selber überfordert sind, oder auch Väter, die dann für wenig Verständnis haben und dann manchmal auch sehr abrupt und abweisend reagieren darauf, wenn dann so das ältere Kind unglücklich ist oder unzufrieden ist oder mal wütend ist oder traurig oder verletzt ist. Und das kann sein, dass es so in ihrer Kindheit war. Und welche Person haben Sie da besonders erlebt, die so dafür wenig Verständnis hatte und irgendwie sehr streng war oder Meine Mama, also ich weiß da nicht mehr viel von der Zeit, aber mir ist jetzt gerade eine Situation ins Gedächtnis gekommen, wo meine Schwester irgendwie sich gerade so am Tisch hochgezogen hat und ich wegen irgendwas sauer war und ihr auf die Finger gehauen habe, Ja. am Tisch oben. Und ich dafür dann wahnsinnig Ärger bekommen habe. Was heißt das konkret? Wahnsinnig Ärger. Sie hat mich geschimpft, meine Mama, und mit Liebesentzug bestraft. Und es war aber die Mutter. Wie hat der Vater sich da verhalten? Der ist in, also so wirklich präsent ist er bei mir nicht. Der hat sich dann gern, oder tut es auch immer noch, zieht sich dann emotional einfach aus den Situationen zurück und ist quasi nicht mehr, Okay. also nicht mehr da. Also ist zwar noch physisch anwesend, aber halt emotional einfach nicht mehr Okay. greifbar. Also das ist das Trauma ihrer Kindheit. Und das hat es was zu tun mit der Mutter und was zu tun mit dem Vater. Jetzt machen wir nochmal für Vater und Mutter 2 blaue Figuren, eine dicke und eine dünne zum Beispiel. Können Sie mal aussuchen. Die hier? Blau, blau. Also blau. Dick und dünn für Mutter und Vater. Haben Sie dick und dünn? Hier habe ich noch eine. Sind unterschiedlich. Ich kann es hier nicht von außen nicht sehen. Also die sind gleich groß. Ich kann Wir bräuchten dick und dünn. Haben Sie nicht eine dicke blaue? okay. Doch die. Ja. Dann stellen Sie dick und dünn mal neben den roten Würfel rechts und links dazwischen. Daneben so. Und Ihr falsches Selbst stellen Sie noch mal ein bisschen nach links zurück. Das brauchen wir noch später.
Und eine Mutter, die so mit ihrem Kind umgeht, ist möglicherweise, hat möglicherweise ein eigenes Trauma. Wissen Sie was von Mutters Trauma? Ja, die ist ziemlich früh ins Internat gekommen und hat da sehr drunter gelitten. Also sie hat im Grunde auch früh so ein emotionales Verlassensein erlebt, ja. Da war die Mutter auch und die Eltern gar nicht mehr so da. Das ist Mutters Trauma, braucht man einen blauen Würfel. Und was wissen Sie vom Vater? Hatte der Vater auch ein Trauma in seiner Kindheit? Ja, also sein Vater war sehr, ich weiß nicht, ob er gewalttätig war, aber Streng. streng auf alle Fälle. Ich meine, der hat selber auch ein Trauma gehabt, weil der war im Krieg, hat seinen Fuß verloren und war Also in die seinem Leben. ganze Familie war traumatisiert und der Vater war natürlich, hat auch dieses Trauma mitbekommen. Und der war auch nicht ganz bei sich selber, der war auch in seinem Überlebensmodus. Der kriegt auch sein Trauma in den Rücken. So, und dann nehme ich mal die Grenze weg. Dann legen Sie mal einen Finger auf die rote Figur, auf die Anneliese von heute. Wie geht es der Anneliese, wenn jetzt nicht nur ihr eigenes Trauma von damals in ihrem Raum ist, sondern auch noch die Mutter mit ihrem Trauma und der Vater mit seinem Trauma? Wie fühlt sich das für Sie an? Das ist eigentlich auch recht normal. Nochmal. Also, Sie kennen nichts anderes. Das war die Realität Ihrer Kindheit. Es war natürlich so, sie fühlten sich da ohnmächtig, sie wurden gar nicht richtig wahrgenommen, sie wurden eher überfordert, sie wurden abgelehnt. Und das kennen sie und das war ziemlich scheußlich und da kann man ein gesundes Selbstwertgefühl gar nicht entwickeln. Trotzdem haben sie überlebt. Das ist ja auch eine Leistung. Hut ab, ja. Aber manchmal kann man nur überleben, indem man sich verbiegt, indem man sich anpasst an diese Mangelsituationen, was man so. Und manchmal macht man aus der Not eine Tugend und wenn man so verlassen wird und überfordert wird, dann neigt man dazu, sich selber zu überfordern und sich selber auch emotional zu verlassen, die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen. Stellen Sie mal die rote Figur auf den roten Würfel. Schauen Sie mal, ob Sie das auch kennen. Ja, hat was von Überblick und Kontrolle. So ist es. Also, bevor Sie sich so ohnmächtig und ausgeliefert und hilflos fühlen, dann flüchtet man sich doch sicher lieber in solche Illusionen, dass man denkt, also man könnte da irgendwas verändern, man könnte für irgendwas verantwortlich sein. Und dann muss man sich auch nicht mehr so mies fühlen. Allerdings ist es so, dass Sie natürlich diese großen Fantasien überhaupt nicht erfüllen können. Und dann ist das wieder ein Grund, dass Sie sich deswegen ablehnen, vielleicht sogar noch schuldig fühlen. Also ein wirklich gutes Selbstwertgefühl bekommen Sie dadurch natürlich überhaupt nicht. Aber immerhin fürs Überleben hat es gereicht, um es mal so brutal zu formulieren. Und jetzt können Sie noch mal schauen, stellen Sie sich mal auf Vaters Trauma, ob Sie sich da auch irgendwie, ob es Ihnen bekannt ist. Dann stellen Sie sich mal auf Mamas Trauma, wenn es auch bekannt ist. Also, Sie sind mit Ihren Antennen überall, bei Mutter, bei Vater und so, als wäre es Ihre Aufgabe, da zuständig zu sein für deren Verfassung, deren Befindlichkeit, für deren Gefühle. Ja. Das ist der pure Größenwahn und Sie haben da gelernt, also Ihre Antennen überall hin zu entwickeln, zu allen, sofort bei allen anderen zu sein, zu spüren, was bei denen los ist. Bloß, was mit Ihnen selber los ist, da fehlen Ihnen die Antennen. Und dann sind Sie halt darauf angewiesen, dass jemand anderer das genauso macht für Sie. Und das geht immer schief. Und deswegen ist es am besten, wenn Sie diese Antennen irgendwie umfunktionieren, wenn Sie die Antennen da zurückziehen, wo Sie gar nicht zuständig sind und gar nichts bewirken können und mehr da implantieren, wo Sie wirklich was bewirken können, nämlich bei sich selber. Was halten Sie für diesen Vorschlag? Finde ich gut. Letztes Mal haben wir ja mit der Mama gearbeitet, da können wir doch heute mit dem Vater arbeiten. Stellen Sie mal die Mutter mit ihrem Problem zurück, das hatten wir das letzte Mal schon angeschaut. Und dann stellen Sie mal ihr falsches Selbst auf den roten Würfel. Genau.
Das ist also das, dieses, nennen wir das, das Konglomerat. Diese Elemente sind alle so verklebt und die hängen aber miteinander zusammen und das war ihre Überlebensstrategie von damals. Und das hindert sie daran, mit ihrem wahren Selbst verbunden zu sein. Und das können Sie erstmal ganz weit nach links schieben, bis halt an die Tischgrenze. Das hier? Ja. Haben Sie vielleicht so eine Sichtblende, die stellen Sie mal da vor. Damit symbolisieren Sie schon mal, alle diese Elemente gehören hier und heute gar nicht mehr zu Ihnen. Es gibt keinen zwingenden Grund, warum Sie mit diesen Elementen noch verbunden sein sollen. Die sind alle mit Ihrem eigenen Wesen gar nicht vereinbar. Können Sie das nachvollziehen? Sind sie gar nicht. Ja. Und solange Sie das festhalten, als wäre es Ihr eigenes, dann hat das andere ja gar keine Chance. Ihr eigenes Wesen hat gar keine Chance. Und wird dann so irgendwie in den Untergrund gedrängt. Jetzt legen Sie mal einen Finger auf die rote Figur. Wie geht es der Analyse von heute, wenn diese Elemente nicht mehr in Ihrem Raum sind? Ungewohnt, ja. Anders. Ja. Ja. Das ist natürlich ungewohnt, denn bisher war das Ihre ganze Orientierung. Das war ja das Bild, was Sie hatten von sich, damit haben Sie sich orientiert. Es war nicht ideal, Sie hatten immer Probleme damit, aber Sie haben damit überlebt und was anderes konnten Sie gar nicht kennenlernen. Und das Fatale ist jetzt, solange Sie sich daran festhalten, können Sie das andere gar nicht kennenlernen. Ja. Und das muss ich Ihnen zumuten, dass Sie mal darauf, ganz bewusst darauf verzichten, da sich distanzieren zu diesen Elementen und sich dem zuwenden, was eigentlich für Sie da ist und was Ihnen ein ganz stabiles Selbstwertgefühl geben könnte. Wenn Sie es achten würden. Ja. Es ist da, aber Sie haben es bisher gar nicht gehabt. Können Sie es nachvollziehen? Und sind Sie einverstanden, sich auf diesen Prozess einzulassen? Ja. Jetzt ein wesentliches Element dieses falschen Selbst, das sind eben diese großen Fantasien, die einem so einen gewissen Kick geben, dass man doch irgendwie so eine Bedeutung spürt, so eine Lebensaufgabe, dass man sich irgendwie ein bisschen besser fühlt, den anderen überlegen fühlt. Das kennen Sie vielleicht von sich. Und das ist der Grund, warum man daran festhält. Und da, um sich davon verabschieden zu können, wäre es gut, wenn Sie sich die rote Figur mal symbolisch auf die Erde legen. Sie stellen sich vor, dass Sie sich mal auf die Erde legen. Das ist das Gegenteil von Kontrolle, das Gegenteil von Überlegenheitsgefühl. Aber da können Sie eine wichtige Erfahrung machen. Es gibt etwas, was Sie ganz sicher trägt. Und das, was Sie ganz sicher trägt, ist die Erde. Die Erde hat uns ja alle hervorgebracht. Die Erde nährt uns bedingungslos, einfach weil wir Kinder dieser Erde sind. Und wenn Sie das so nachvollziehen, dann können Sie vielleicht mal schauen, ob Sie sich dieser Erde anvertrauen. Wenn Sie sich dieser Erde anvertrauen, könnte so ein Gefühl entstehen von Gelassenheit, vielleicht sogar eine Ahnung von Vertrauen. Können Sie das nachvollziehen? Mhm. Und dieses Gefühl brauchen wir mit diesem Gefühl, das nehmen Sie mit und dann richten Sie sich mal wieder auf und werfen mal einen Blick auf die gelbe Figur. Das ist die Anneliese, die ihren Wert und ihre Würde in sich selber hat. Ja, es ist wie ein Geschenk der Natur. Sie sind ein Teil der Natur. Wir alle sind ja ein Teil der Natur. Wir sind sozusagen Teil des größeren Ganzen, was uns alle trägt. Und das gibt uns allen diese Würde, diesen Wert, unabhängig davon, ob wir jetzt etwas leisten oder unabhängig davon, ob wir für die anderen wichtig sind. So wie eine Rose ihre Würde allein dadurch hat, dass sie da ist. Können Sie sich das vorstellen? Ja. Und nun sieht es aus, dass in Ihrer Familie, dieser traumatisierten Familie, diese Anneliese gar nicht so wertgeschätzt werden konnte. Mm-mm. Und weil Sie ja in dieser Familie überleben mussten, haben Sie möglicherweise die Sichtweise dieser Familie übernommen. Das können Sie mal symbolisch die Brille dieser Familie ablegen. Und dann schauen Sie mal mit Ihren eigenen Augen auf dieses wahre Selbst, auf diese Anneliese, die Ihre Würde in sich selber hat. Gibt es an der was auszusetzen? Nein. Das ist Ihr wahres Selbst. Ich könnte stellvertretend für Ihr wahres Selbst Ihnen sagen, hallo, ich bin dein Selbst. Da gab es dein Trauma in dieser Familie. Es gab die Traumata von Mutter und Vater. Ist alles vorbei. Es hat mit dir heute gar nichts mehr zu tun. Du hast es überlebt. Und ich bin ganz für dich da und ich bin nur für dich da.
Wie geht es Ihnen, wenn Sie das hören? Es ist schön angenommen. Also es ist ein freundliches Angebot. Ja. Und jetzt könnten Sie Ihrem Selbst mal erklären, warum Sie bisher wenig Verbindung hatten. Es sieht ja so aus, dass Sie immer noch mit Ihrem eigenen Thema beschäftigt sind und auch mit dem Thema von Mutter und Vater. Und das können Sie einfach mal mitteilen. Möglicherweise bin ich noch so mit meinem Trauma und den Traumata von Mutter und Vater verbunden, dass ich dich bisher gar nicht wahrnehmen konnte. Möglicherweise bin ich noch so mit dem Traumata von Mama und Papa verbunden, dass ich dich bisher gar nicht wahrnehmen konnte. Mit dir hat das nichts zu tun. Mit dir hat das nichts zu tun. Das hast du auch nicht verdient. Das hast du auch nicht verdient. Wie geht es jetzt Ihnen, wenn Sie sowas sagen? Eine gewisse Erleichterung. Ja, also es ist, fühlt sich stimmig an. Ja. Mhm. Könnte auch ein gewisses Bedauern entstehen, dass Sie da möglicherweise etwas versäumt haben. Auf der anderen Seite, wenn Sie es noch gar nicht kennengelernt haben, dieses wahre Selbst, können Sie ja gar nicht wissen, dass Sie was versäumt haben. Mhm. Könnte höchstens sein, dass es so eine vage Ahnung gibt, so eine Sehnsucht, dass es da noch irgendetwas gibt, was Sie noch nicht entdeckt haben. Ja. Was Sie eigentlich selber sein können. Gut, also jedenfalls, Ihr wahres Selbst ist Ihnen überhaupt nicht böse dafür, dass Sie es so lange in die Ecke gestellt haben. Wie viele Jahre haben Sie es jetzt in die Ecke gestellt? 36. Also im Gegenteil, wenn es irgendwo bedingungslose Liebe gibt für Anneliese, dann bei Ihrem wahren Selbst. Diese bedingungslose Liebe gibt es gratis. Sie müssen dafür noch nicht einmal brav oder gehorsam sein. Mhm. Sie müssen auch nichts leisten. Können Sie sich sowas überhaupt vorstellen? Dass es sowas gibt für Anneliese? Doch schon. Also Sie könnten es gleich spüren. Die einzige Voraussetzung ist, dass Sie nochmal die Achtung nachholen, indem die rote Figur sich leicht verneigt vor der gelben Figur. Und spüren Sie mal in sich hinein, fühlen Sie mal nach. Wie fühlt sich das an, wenn Sie sich so vor Ihrem Inneren innerlich verneigen, vor Ihrem wahren Selbst? 3 Atemzüge. Es fühlt sich gesehen und geachtet an. So ist es. Also oft erwarten wir ja von anderen die Achtung und wenn wir aber selber uns nicht achten, dann kann das ja gar nicht funktionieren. Ja, und statt wie bisher mit Ihrem Trauma, mit den Traumata der Familie sich zu identifizieren, könnten Sie doch ab zur Abwechslung mal Probe verschmelzen mit der Anneliese, die Sie eigentlich sind. Nehmen Sie mal beide Elemente ganz eng zusammen. Legen mal einen Finger quer drüber. Spüren mal in sich hinein, wie fühlt sich das an, wenn Sie in dieser Weise eins sind mit sich selber. Wie wenn was zu mir gehört, auf einmal wieder da wäre. Also irgendwie ganz in gewisser Weise. Genau. Und spüren Sie mal so in sich hinein, ob Sie da Veränderungen wahrnehmen, was sich jetzt innerlich verändert. Wenn diese beiden Elemente eins werden, die jetzt über 30 Jahre lang getrennt waren. Ich spüre eine gewisse Gelassenheit. Ja. Schön, also wie es scheint, sind wir auf der richtigen Spur. Ja, damit diese Verbindung jetzt stabiler wird, ist es wichtig, dass Sie lernen, noch besser zu unterscheiden zwischen dem, was hier und heute Anneliese ist und was gar nicht dazugehört. Das betrifft alle die Elemente auf der anderen Seite. Als erstes mal nehmen Sie den roten Würfel, Ihr eigenes Trauma von damals. Nehmen Sie in die linke Hand. Die rechte Hand nehmen Sie die Anneliese von heute, gelb und grün, stellen Sie ein bisschen zur Seite. Und Sie kennen das ja noch vom letzten Mal. Sie dürfen jetzt symbolisch mit der Anneliese von heute, dieses Trauma von damals, stoppen mit einem kräftigen Stopp. Stopp! Ja, also Sie bleiben auf dem Boden. Sie müssen nicht abheben dabei. Und Sie dürfen dieses Trauma stoppen, noch bevor sich überhaupt bewegt. Das heißt, Sie sind schneller als das Trauma. Stopp! Ja,
Genau. Sie haben die Kraft dazu, Sie haben das Recht dazu, das wäre der gesunde Schutzreflex. Wie fühlt sich das an? Gut. Ja. Und das ist genauso gesund wie bei den Raubtieren, die ihr Territorium schützen, um Beute machen zu können. Welches Raubtier fällt Ihnen da ein? Der Löwe. Dasselbe nochmal mit einem Löwenschrei. Ja, genau, nochmal. Ja, wie fühlt sich das an? Gut, befreiend. Ja. Also ich will Ihnen sagen, das ist Ihre Kraft, die bisher immer blockiert war. Diese Kraft hat die Aufgabe, zu erkennen, was gar nicht mit Ihrem Wesen vereinbar ist und das aus Ihrem Raum zu entfernen. Denn nur dann können Sie optimal Sie selber sein. Wenn Sie jetzt irrtümlich etwas festhalten, was mit Ihrem Wesen gar nicht vereinbar ist, blockieren Sie selber diese Kraft. Sie fühlen sich gelähmt, die Kraft richtet sich gegen Sie. Sie bekommen Selbstwertprobleme, Schuldgefühle, Ängste, werden krank. Ja. Oder die Kraft richtet sich auch manchmal destruktiv gegenüber anderen. Sobald Sie jetzt die Kraft wieder einsetzen für den ursprünglichen Zweck, dann merken Sie erstmal, was Sie für eine Power haben und dass Sie diese Kraft auch für sich konstruktiv einsetzen können. Sie sind auf einmal handlungsfähig. Und das ist einfach geil. Mhm. Und das löst Glückshormone aus. Ja. Und diese Glückshormone, die fehlen jetzt seit über 30 Jahren. Und glauben Sie, dass Sie dieses Trauma Ihrer Kindheit nochmal brauchen für Ihre eigene Identität? Nee. Dann können Sie es doch für immer entsorgen im kosmischen Wertstoffhof. Ja. Mit einem ultimativen Löwenschrei. Lassen Sie es einfach liegen auf dem Tisch und hauen Sie es einfach mit der Figur runter. So weit, wie es geht. Mit einem Löwenschrei. Ja. Und wie geht's Ihnen da? Gut. Also ich will Ihnen kurz verraten, alle die Elemente, die Sie da in Ihrem Raum noch haben, die haben keine wirkliche Macht. Die ganze Macht, die Sie haben, die haben Sie von Ihnen. Sie selber haben Ihnen die Macht gegeben. Und wenn Sie denen den Stecker ziehen, dann sind es wie Papiertiger, die man einfach vom Tisch hauen kann. Das ist das Geheimnis dabei. Mhm. Nächste Kandidat ist Ihr falsches Selbst. Mhm. Die Anneliese, die aus dieser Not da von damals heraus immer sich sofort für alles zuständig gefühlt hat, um zumindest so eine Aufgabe zu haben, einen Wert zu haben. Und gehört das hier und heute noch zu Ihrer Identität? Nein. Dann können Sie doch auch dieses falsche Selbst stoppen mit einem kräftigen Stopp. Stopp! Ja, gleich nochmal. Stopp! Das Stopp, das klappert so hinterher, merken Sie das? Ja, das ist noch nicht ganz rund. Können Sie es mal so zeitgleich machen, synchronisieren? Stopp! Ja, also schon wieder hinterher. Mal so abwarten, dass beides gemeinsam können. Das heißt, es viel mehr Power, wenn Sie die Bewegung und dieses Stopp, wenn das gleichzeitig kommt. Stopp! Ja, ist gar nicht so einfach. Also Sie merken, da ist noch etwas, was Sie blockiert. Das ist noch relativ ungewohnt. Ja. Was sagt Ihr Gefühl dazu? Kennen Sie das Gefühl, dass es irgendwie so ungewohnt ist und vielleicht verboten? Ja, irgendwie so, das kannst du doch nicht machen und darfst du nicht, ja. Also was wir ja ganz häufig sehen, ist, dass das Gefühl in dieser Frage verwirrt ist. Und solange Sie sich nach Ihrem verwirrten Gefühl orientieren, kommen Sie selber aus dieser Verwirrung nicht heraus. Und das kennt ihr von sich. Mhm. Dann gibt es ja auch noch einen Verstand. Was würde denn der Verstand in so einer Situation sagen? Dass es totaler Schwachsinn ist. Ja. Und Sie haben immerhin die Wahl, sich zu entscheiden nach Ihrem verwirrten Gefühl oder nach Ihrem klaren Verstand. Und wie entscheiden Sie sich? Nach meinem klaren Verstand. Dann stoppen Sie es nochmal mit einem Löwenschrei. Ja, genau. Nochmal. Ja. Jetzt ist es auf einmal synchron. Merken Sie das? Mhm. Und wenn Sie denken, dass Sie das falsche Selbst nie mehr brauchen für Ihre Identität, können Sie es für immer entsorgen. Jetzt spüren Sie mal nach, wie fühlt sich das an? B-
befreit. Es ist noch ein bisschen ungewohnt. Ja. Jetzt haben wir ja den Vater. Diesmal geht es ja um den Vater und um Vaters Trauma. Nehmen Sie mal Vater und sein Trauma so in die Nähe. Jetzt können Sie mal Vaters Trauma so auf die Handfläche nehmen. Vaters Probleme, schwere Kindheit mit diesem traumatisierten Vater. Und schauen Sie mal, ob Ihnen das irgendwie vertraut ist, dass Sie sich da kundig machen, kundig fühlen, irgendwie zuständig fühlen, auch für Vaters Befindlichkeit. Kennen Sie sowas von sich? Ja. Ja. Fühlt sich natürlich liebevoll und fürsorglich an, aber im Grunde sind Sie ja gar nicht zuständig. Das heißt, Sie können da gar nichts bewirken. Sie verlieren dabei nur Ihre Energie. Mhm. Und das ist frustrierend. Ja. Und da verlieren Sie die Achtung für sich selber, weil Sie erleben sich da so als ganz wirkungslos. Und Sie verlieren möglicherweise auch Achtung für den Vater, denn wenn Sie sich zuständig fühlen für seine Probleme, dann signalisieren Sie ja gleichzeitig, dass der Vater selber damit gar nicht so richtig klarkommt. Ja. Und wenn Sie die Achtung wieder bekommen wollen für sich und auch für den Vater, dann wäre es gut, wenn Sie Vaters Probleme da lassen, wo die Zuständigkeit ist. Und da gibt es so einen klärenden Satz. Wie nannten Sie ihn, Papa oder Vati? Papa. Papa, du hattest ein schweres Schicksal. Papa, du hattest ein schweres Schicksal. Und das ist auf deine Art und Weise getragen. Und du hast es auf deine Art und Weise getragen. Oder vielleicht manchmal auch nicht. Oder vielleicht manchmal auch nicht. Es war deine Art zu überleben. Es war deine Art zu überleben. Und nur weil du überlebt hast, konnte ich mein Leben bekommen. Und nur weil du überlebt hast, konnte ich mein Leben bekommen. Daher steht es mir gar nicht zu, mich da einzumischen oder da zu urteilen. Dadurch steht es mir gar nicht zu, mich da einzumischen oder darüber zu urteilen. Das achte ich jetzt, indem ich deins bei dir lasse, für immer. Das achte ich jetzt, indem ich deins bei dir lasse, für immer. Dann legen Sie es einfach mal neben den Vater. Spüren Sie mal in sich hinein, wie fühlt sich das an, wenn Sie alle diese Themen abgeben an den Vater? Erleichternd. Also ein Vater, der so traumatisiert ist, der war möglicherweise gar nicht so bei sich selber. Hm. Bei Ihnen selber haben wir ja gesehen, dass Sie durch Ihr eigenes Trauma auch nicht mit Ihrem wahren Selbst verbunden waren. Und genauso kann man es auch annehmen für den Vater. Und das heißt, natürlich hat auch er ein wahres Selbst, einen Wesenskern, so dieser nicht verletzte Teil des Vaters, der sich einfach freut, seine wunderbare Tochter zu haben, der sich freut, dieser Tochter auch so eine bedingungslose Liebe zu zeigen, zu schenken. Aber da der Vater damit nicht verbunden war, konnte er möglicherweise ihm diese Liebe nicht oder nur ganz selten schenken. Hm. Können Sie das von sich? Ja. Und der Teil von Vater, der sozusagen, den Sie kennengelernt haben, das war dann eigentlich das falsche Selbst von Ihrem Vater. Das war sozusagen sein Überlebensmodus. Ja, so hat er funktioniert. Mhm. Und immerhin hat er auf die Art und Weise überlebt, aber so viel Liebe und Gefühl für Sie kam da gar nicht rüber. Ja. Und für eine Tochter ist es immer sehr kränkend und verletzend. Dann kamen vielleicht auch noch andere Verletzungen dazu. Gab es da seelische und körperliche Verletzungen durch den Vater? Körperlich nicht, aber seelisch war schon, also je nachdem, wie er drauf ist oder, ja, oder war, konnte er schon auch mal ganz schön gemein sein, ja, oder auch verletzend. Ja. Und wie ging es Ihnen dann, wenn Sie so verletzt wurden? Waren Sie dafür dem Vater böse oder waren Sie selber böse? Mir selber. Das ist die Regel. Den Vater will ein Kind schützen. Auf den Vater ist es ja, vom Vater ist es abhängig. Und dann sucht es eher die Schuld für diese Konflikte bei sich selber, übernimmt sozusagen Vaters Abwertung und wertet sich selber ab. Lehnt, ja, sich selber ab. Manchmal geht es bis zum Selbsthass. Kennen Sie sowas von dir? Bist du Todeswünschen, dass man selber sich den Tod wünscht? Kennen Sie sowas von sich? Ja.
Und wenn Sie jetzt heute als Erwachsene sich das ansehen und verstehen, ja, das war ja gar nicht der Vater, der so verletzt hat, das war ja sein falsches Selbst. Und so ein falsches Selbst, dem kann man natürlich schon auch sagen, du hast mich damals verletzt, ich bin dir dafür böse, vielleicht sogar, ich hasse dich. Und dass man dafür ein schlechtes Gewissen hat. Und schauen Sie mal, wie das wäre, wenn Sie jetzt so mit diesem falschen Selbst sagen würden, dein Verhalten hat mich damals massiv verletzt. Dein Verhalten hat mich damals massiv verletzt. Wenn ich das damals schon verstanden hätte, dann hätte ich dich dafür abgelehnt und gehasst. Wenn ich das damals schon verstanden hätte, dann hätte ich dich dafür abgelehnt und gehasst. Und nicht mich oder vielleicht meinen Vater. Und nicht mich oder vielleicht meinen Vater. Und dazu stehe ich. Und dazu stehe ich. Ist das für Sie, wenn Sie das sagen? Ich kriege die beiden noch nicht ganz auseinander. Die kleben noch ein bisschen. Ja, dafür ist es wichtig, dass wir jetzt noch das Symbol nehmen für das wahre Selbst. Dann nehmen wir so eine schmale gelbe Figur. Schauen Sie mal, ob Sie in Ihrem Repertoire das haben. Eine hohe, schmale Gelbe. Das ist Vaters wahres Selbst. Das ist sozusagen der Wesenskern vom Vater, der nicht traumatisiert ist und der sich einfach freut, seine wunderbare Tochter zu haben. Und der sich dieser Tochter auch seine bedingungslose Liebe schenken kann. Aber mit diesem wahren Selbst war der Vater halt nicht oder nur extrem selten verbunden. Können Sie das jetzt wahrnehmen? Ja. Und möglicherweise haben Sie sich halt in Ihrem ganzen Verhalten, in Ihrem ganzen Selbstbild orientiert nach diesem falschen Selbst des Vaters. Ihr eigenes falsches Selbst ist sozusagen wie es konzipiert nach diesem Vorbild. Ja. Und das beides ist eigentlich mit Ihrem Wesen hier und heute gar nicht vereinbar. Und dann können Sie nochmal überprüfen, ob dieses falsche Selbst hier und heute noch zu Ihrer Identität gehört oder nicht. Nein. Dann können Sie doch dieses falsche Selbst des Vaters symbolisch stoppen mit einem kräftigen Stopp. Stopp! Ja. Wie fühlt sich das an? Ungewohnt. Ja. Fragen wir wieder Ihren Verstand, was sagt ihr dazu? Ich war zu spät, gell? Wie bitte? War wieder nicht synchron. Nein, nein, was sagt der Verstand dazu? Gehört dieses falsche Selbst Ihres Vaters hier und heute noch zu Ihrer Identität? Dass Sie damals sich dann noch orientiert haben, ist ja okay, Sie mussten ja überleben, ja. Sie waren ja Kind und abhängig. Aber heute, als 35-Jährige, ist es dann noch wichtig? Nee. Dann können Sie es doch nochmal stoppen mit einem Löwenschrei. Ja, wie fühlt sich das an? Gut. Machen Sie gleich noch zweimal. Ah! Ja. Und schauen Sie mal, vielleicht kommt ja auch so eine Wut hoch. Merken Sie, dass da so eine Wut hochkommt. Und dass Sie vielleicht ja, damals... Eher Trauer. Wie bitte? Ja, eher Trauer als Wut. Ja, Trauer natürlich auch, weil das, diese Liebe, die Sie vom Vater gewünscht haben, weil die Sie da nicht bekommen haben. Aber vielleicht ist, manchmal gibt es auch so Schimpfworte, du dummes Arschloch oder irgend sowas, was man sich vielleicht manchmal nicht getraut hat zu sagen, weil das gehört sich ja nicht und außerdem ist es ja auch eine Todsünde. Mhm. Aber jetzt, wo Sie sehen, das ist ja gar nicht der Vater, der dafür verantwortlich war und dem Sie jetzt so ein Schimpfwort sagen, sondern es ist ja dieses falsche Selbst. Hm. Dann stoppen Sie es nochmal mit einem Löwenschrei. Ah! Ja. Schauen Sie mal, ob jetzt da irgendein Schimpfwort kommt, was Sie gerne mal loswerden möchten, in die richtige Adresse. Statt gegen sich selber mal, womit haben Sie sich selber immer beschimpft? Was waren das so die Worte? Dass ich nicht gut genug bin, dass ich das nicht kann, dass ich da nicht... Versager? Ja. Versager! Ja. Äh,
Ja, wie gibt es denn noch, wenn man so, wenn man nichts leistet, dann ist man, was, wie nennt man sowas? Ein Nichtsnutz. Oder nicht so, also nicht so, oder Niete. Du Niete. Niete. Ja. Ja. Und dann können Sie noch mal mit Löwen oder mit dem kräftigen Schrei, mit dem strecken Stoß noch mal so ein Schimpfwort dazu sagen. Niete. Ja. Versager. Ja. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das sagen? Also Sie haben eine gute katholische Erziehung genossen und da fühlt sich das verboten an. Ein bisschen, ja. Ja, natürlich, natürlich. Die sind ja dein Gehirn gewaschen. Und das sitzt ja in jeder eine Zelle drin. Aber was sagt der Verstand dazu? Dass wenn das ein Depp und ein Vollidiot ist, dass ich ihm das auch definitiv an den Kopf werfen darf und dass ich nicht, Okay. dass wenn er mich schlecht behandelt, dass ich auch sagen darf, dass ich das nicht Genau. in Ordnung finde. Und dann sagen Sie es ihm nochmal mit Kraft. Arschloch! Ja. Verpiss dich. Dich! Und dann können Sie es für immer in kosmischen Wertstoffe entsorgen. Wie fühlt sich das an innerlich? Befreiend. Und dann gibt es ja noch die Traumata vom Vater, die Sie auch noch so im Raum, da in Ihrem Raum haben können. Brauchen Sie die noch für Ihre Identität? Können Sie doch auch entsorgen für immer mit einem Löwenschrei? So. Jetzt steht ja auf dem Tisch noch dieser Wesenskern des Vaters. Das ist dieser ein Vater, der nicht traumatisiert ist, der eine bedingungslose Liebe spürt zu dieser Tochter, der sich freut, diese Tochter zu haben. Und dem es natürlich auch leid tut, dass er diese Tochter so immer wieder verletzt hat. Das ist der Teil, der auch sagen könnte, es tut mir leid. Also da war ich nicht bei mir. Das hat mit dir gar nichts zu tun. Das hast du auch nicht verdient. Wie ist das für Sie, wenn Sie sowas hören würden? Gut. So ist es. Ich bin gesehen auch. Genau. Und es ist der Teil, der so eine wahre, bedingungslose Liebe auch für Sie hätte. Und Sie könnten jetzt mal schauen, ob Sie sich das vorstellen können, sich das anfühlt, indem Sie dieses Symbol nehmen an Ihr Herz. Und spüren Sie mal, wie, ob Sie Ihr Herz öffnen können für diese bedingungslose Liebe eines Vaters, der nicht traumatisiert ist. Und es bedauert, dass es sie so verletzt hat. Können Sie da was spüren? Und wie fühlt sich das an? Angenommen. Ja. Also manchmal ist es so, wenn man so viel Verletzendes erlebt hat, dass man sein Herz dann prophylaktisch verschließt, damit man nicht wieder verletzt wird. Und dann müssen Sie vielleicht ganz bewusst mal sich erlauben, Ihr Herz so ein bisschen zu öffnen, vielleicht nur mal für 5 Minuten und nur ein kleines Fensterchen, um mal zu spüren, wie fühlt sich das an, wenn diese bedingungslose Liebe bei Ihnen ankommt. Spüren Sie mal nach, wie fühlt sich das an. Und Ihr Herz noch ein bisschen mehr öffnen. Ich fühle mich getragen und gehalten. Genau.
Und der Teil von Ihnen, der diese Liebe spürt, das ist eben Ihr eigenes wahres Selbst, dass es wert ist, geliebt zu werden, einfach weil sie anders ist. Und das gehört ja zu Ihrer Grundausstattung dazu. Es ist ein Geschenk der Natur, aber wir sehen halt in unserer Arbeit, dass dieses Potenzial erst geweckt werden muss. Und wenn man Glück hat, wird es geweckt durch die bedingungslose Liebe eines Elternteils. Wenn aber jetzt beide Eltern, was ja sehr häufig ist, traumatisiert sind, dann muss man das später nachholen, zum Beispiel in so einer Sitzung. Und wenn Sie verbunden sind mit diesem wahren Selbst, dann spüren Sie auch, dass Sie ein ganz anderes Selbstwertgefühl haben. Dann müssen Sie nicht mehr irgendwas leisten oder für andere wichtig sein, um sich wertvoll fühlen zu können, sondern Sie haben aus sich selber heraus schon dieses Wertgefühl. Ja. Und wenn Sie das spüren, dann können Sie auch die Liebe von anderen ganz anders annehmen. Ohne dieses Wertgefühl ist da häufig so eine Skepsis, ja, meint der andere das wirklich ernst? Und meint er überhaupt mich? Kennt er mich überhaupt da? Und dann kann es sein, dass Sie am gedeckten Tisch verhungern. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja. Und manchmal muss man sich dann woanders was zuführen, weil man da verhungert, wo man eigentlich satt wird. Ja. Ja, jedenfalls dürfen Sie dafür das wahre Selbst vom Vater nochmal auf den Tisch stellen. Das war uns jetzt wichtig für diese Erfahrung. Jetzt gehen Sie mal mit der roten Figur zurück zu Ihrem wahren Selbst, zu der gelben Figur. Schauen Sie mal, das ist ja die Anneliese, die gerade deren Selbstwert gerade geweckt wurde. Und spüren Sie mal, wie fühlt sich das an, wenn Sie eins werden mit dieser Anneliese, die ihren Wert in sich selber hat, einfach weil sie Anneliese ist. Ich fühle mich sehr bei mir. Genau. Und achten Sie mal so, spüren Sie in sich hinein, ob Sie noch eine Veränderung bemerken, wenn Sie so ganz bei sich selber sind. Können Sie etwas wahrnehmen, was sich so innerlich verändert? Ich bin ruhiger und ein Stück weit fühle ich mich auch verwurzelter. Richtig, ja. Also man ist dann automatisch verwurzelt, geerdet. Nicht mehr so schwebend irgendwie oben drüber. Ja. Ja, wir befinden uns immer noch auf der richtigen Spur. Jetzt haben wir ja gesehen, dass es da am Anfang sich ungewohnt anfühlt, zum Teil auch verboten. Und da liegt natürlich immer nahe, dass Sie auch wieder rückfällig werden könnten. Und um dem vorzubeugen, brauchen wir jetzt die Gegenabgrenzung. Also wir brauchen jetzt einen Trainer, der Sie symbolisch spüren lässt, dass Sie mit diesen Themen von damals gar nichts mehr zu tun haben. Eine runde rote Figur oder eine andere Figur nehmen. Was haben Sie da? Eine weiße Figur ist auch gut. Ja. Das ist jetzt Ihr Trainer. Mhm. Also Sie stellen sich vor, die rote Figur ist die Anneliese von heute. Sie gehen aus alter Gewohnheit zurück zu Ihrem Trauma von damals. Und der Trainer, der stoppt Sie sehr kraftvoll. Und hören Sie mal, was der Trainer Ihnen sagt. Stopp, das bist du doch gar nicht. Das nimmt dir nur die Kraft und die Klarheit. Das hält dich fest in der Vergangenheit. Ja, es hat sowas von liebevoll aufgepasst. Also, ja, der meint es gut mit Ihnen, auch wenn er streng ist. Und der kennt inzwischen seine Anneliese und der kann sie auch stoppen, bevor sie überhaupt starten können. Der ist schneller als Sie. Stopp, das bist du doch gar nicht. Das hat mit dir gar nichts mehr zu tun. Es nimmt dir die Kraft und die Klarheit und es hindert dich daran, im Hier und Heute zu sein. Ja.
So, das ist wie so eine Gegenkonditionierung. Ja? Damals sind sie mit Gehirn gewaschen worden, sich wehren gegen die Eltern oder den Eltern auch mal was Kritisches zu sagen angeht. Und jetzt bekommt die Gegenkonditionierung. Jetzt lernen sie, dass das von damals gar nicht mehr relevant ist für sie. Und das nächste ist jetzt ihr falsches Selbst, mit dem sie sich bisher immer identifiziert haben. Auch da stoppt sie der Trainer. Hören Sie mal, was er Ihnen sagt. Stopp, das bist du nicht. Das schadet dir nur. Das raubt dir deine Würde und deine Klarheit. Und es ist mit deinem Wesen überhaupt nicht vereinbar. Ja. Ist das für Sie? Er hat recht. Gut. Bauen Sie es nochmal und es ist schon klar. Ja, vielleicht zur Sicherheit. Okay, macht der Trainer gerne für Sie. Gleich nochmal. Das bist du gar nicht. Schadet dir nur. Es raubt dir deine Würde und deine Kraft. Und es hindert dich, mit deinem Wesen vereinbar, verbunden zu sein. Mhm. Als nächstes gehen Sie mal in Richtung Vaters Schicksalsgeschichten, Vaters Traumata. Auch da stoppt Sie der Trainer kraftvoll. Hören Sie mal, was er Ihnen da sagt. Das bist du doch gar nicht. Das geht dich überhaupt nicht an. Wieso mischst du dich da überhaupt ein? Das verführt dich nur zum Größenwahn. Mit Liebe hat das nichts zu tun. Ja. Ist das für Sie? Hat er recht. Na schön, dass Sie so bereit sind, ja. Aber manchmal tut es auch gut, wenn man so wachgerüttelt wird, ja. Und das brauchen Sie vielleicht auch nochmal. Mhm. Was mischst du dich da überhaupt ein? Das verführt dich nur zum Größenwahn, mit Liebe hat das gar nichts zu tun. Ja. Dann gehen Sie in Richtung falsches Selbst vom Vater. Auch da stoppt der Trainer Sie kraftvoll. Hören Sie mal, was er da sagt. Das bist du nicht. Das geht dir nichts an. Bist überhaupt nicht zuständig. Da hast du nichts verloren. Ist das für Sie? Das ist noch ein bisschen... Also, das könnte auf der einen Seite erleichternd sein. Hm. Gleichzeitig aber kann es auch schmerzlich sein. Ja. Weil ein Kind missversteht es ja oft als Liebe. Und das kennen Sie vielleicht auch aus anderen Beziehungen, dass Sie sich da Gedanken machen um den anderen. Und wenn dann der andere sagen würde, Anneliese, das geht dich doch nichts an, halte ich da raus, könnte sein, dass Sie das kränkt und dass sie sich da abgewiesen fühlen. Hm. Und wenn das so ist, dann kann es sein, dass Sie den Menschen aus dem Weg gehen, die Sie so klar abgrenzen können, weil das tut halt immer wieder weh. Und besser geht es Ihnen mit den Menschen, die sich nicht gut abgrenzen können, die bedürftig sind, die traumatisiert sind, aber da kommen Sie schnell in Abhängigkeitsbeziehung. Also das ist ein Hinweis darauf, dass Sie in dieser Familie eine bestimmte Löwenqualität gar nicht lernen konnten, nämlich dass Sie mit Respekt abgegrenzt werden. Und das fehlt Ihnen. Und der Trainer, den Sie da angeheuert haben, der hat von mir die Lizenz, mit Ihnen ein bestimmtes Training durchzuführen. Wir nennen das Training Fit für die Löwenliga. Mhm. Wäre das was für Sie? Ja. Dann stellen Sie sich vor, Sie gehen wieder in bester Absicht in den Raum des anderen und der Trainer stoppt Sie kraftvoll und hören Sie mal, was er sagt. Hey, ich bin auch ein Löwe. So sind wir Löwe. Das sind unsere Spielregeln. Da drüben bist du die Löwin und natürlich respektiere ich das. Aber ich bin eben auch ein Löwe. Und wenn du mich respektieren würdest, könnten wir uns auf Augenhöhe begegnen. Mhm. Ist das für Sie? Zeugt von Respekt. Also ich fühle mich respektiert, ja. Also im Grunde hat das was mit Respekt zu tun. Ja. Aber der möchte halt auch respektiert werden. So gegenseitiger Respekt. Und das ist vielleicht etwas, was Sie bisher gar nicht so wahrgenommen haben. Sie denken immer, Sie meinen es nur gut. Und dass Sie aber da über die Grenzen von anderen gehen und gar keinen Respekt haben für den anderen, das ist für den gar nicht bewusst. Ja. Und das brauchen wir nochmal, dasselbe nochmal. Hey, ich bin auch ein Löwe.
Und ich weiß, dass ich dir das zumuten kann, denn ich weiß, dass du eine Löwin bist. Aber du selber hast es vielleicht vergessen oder vielleicht wollen sie dir auch einreden, dass du ein Hauskätzchen bist. Und möglicherweise wird es langsam Zeit, dass du dich mal entscheidest, in welche Liga du überhaupt gehörst. Löwenliga oder Hauskätzchen? Löwenliga. Ja, das wusste ich doch. Und das nächste Mal, wenn sich jemand so krass abgrenzt, dann müssen sie auch gar nicht gekränkt sein. Da erinnern sich dran, Löwenliga, da gehöre ich dazu. Das kenne ich. Das halte ich aus. Und gleichzeitig wissen sie aber, der andere gehört ja auch zur Löwenliga. Der hält auch was aus. Sie müssen den gar nicht schonen. Da können Sie mit voller Power begegnen, auf Augenhöhe. Sie können ihn anknurren, wie ein Löwe das macht. Und anschließend könnt ihr dann beide auf die Löwenparty. Und das ist das eigentliche Leben. Ja. Und mit diesem Training bekommen Sie sozusagen die Löwen-App. Da haben Sie gratis Zugang, nicht nur zur Löwenliga, sondern auch zur Löwenparty. Möglicherweise waren Sie bisher abonniert auf die Trauma-App. Da haben Sie auch gratis Zugang, aber nur zu Menschen, die traumatisiert sind. Ja. Da gibt es keine Löwenparty. Da gibt es nur Traumaparty. Toujours. Und für eine ausgewachsene Löwin wie Sie ist es auf die Dauer ätzend. Kommt es an? Ja. Nächste Thema. Erschöpfung, Burnout. Können Sie das? Das hat wieder was mit einem geringen Selbstwertgefühl zu tun. Dann könnte es sein, dass Sie denken, dass Sie das kennen von sich, dass Sie ungefragt sich da nützlich machen, wo Sie gar nicht zuständig sind. Sie verlieren dabei jede Menge Energie und dann kommt die Anerkennung, die Sie sich vielleicht gewünscht haben, kommt gar nicht zurück. Ja. Und Sie kommen immer mehr ins Defizit. Das kennen Sie. Und manchmal will man ja die anderen dafür verantwortlich machen, aber ich kann Ihnen sagen, nur Sie selber können daran was ändern. Und zwar, wenn Sie erkennen die Grenzen Ihrer Zuständigkeit, wenn Sie diese Grenzen respektieren, dann können Sie daran etwas ändern. Und der Trainer, den Sie da engagiert haben, der könnte Sie da ganz freundlich stoppen, der könnte Sie auf die Grenze hinweisen, könnte Sie fragen, Anneliese, bist du dir sicher, dass du da überhaupt zuständig bist? Und wenn Sie dann merken, dass Sie gar nicht zuständig sind, müssen Sie auch gar nicht gekränkt sein. Vielleicht können Sie sogar dem Trainer sagen, danke für den Tipp, da habe ich mich vorvertan. Das können wir mal üben. Sie stürmen mit Begeisterung in den Raum des anderen, der Trainer stoppt Sie freundlich. Anneliese, bist du dir wirklich sicher, dass du da überhaupt zuständig bist? Nein, tut mir leid, da habe ich mich vertan. Dann können Sie sofort zu Ihrem wahren Selbst zurückgehen, die Anneliese, die ihre Würde in sich selber hat, die gar nicht angewiesen darauf ist, auf die Anerkennung von anderen. Können Sie die noch spüren? Und das ist jetzt so ein entscheidender Augenblick, da könnte Ihnen eine wichtige Erkenntnis kommen, die Ihr ganzes Leben ändert. Immer dann, wenn Sie ungefragt in fremde Räume gehen, verlieren Sie diese Verbindung mit Ihrem wahren Selbst. Und wenn Sie jetzt diese Verbindung verloren haben, dann müssen Sie an fremde Räume gehen, um vielleicht von anderen die Anerkennung zu bekommen, die Sie sich selber gar nicht geben können. Sie werden abhängig, Sie werden unfrei. Sie fühlen sich immer mehr wie eine Sklavin, eingespannt für fremde Interessen und das auch noch zu einem kargen Lohn. Kennen Sie? Ja. Auch Sie haben die Option, frei zu sein, je mehr Sie verbunden sind mit Ihrem wahren Selbst. Umso weniger haben Sie auch nur das geringste Interesse daran, ungefragt in fremden Räumen sich nützen. Können Sie das nachvollziehen? Einzige Problem könnte noch dadurch entstehen, dass es immer noch Leute gibt, die das nicht mitbekommen haben und die kommen auf Sie zu und erwarten immer noch, dass Sie gratis liefern und am besten 200%. Bisher konnten Sie denen schlecht Nein sagen. Ja. Und es könnte sich jetzt ändern, wenn Sie so satt verbunden sind mit Ihrem wahren Selbst. Da können Sie denen vielleicht ganz entspannt sagen, mit mir geht da nichts mehr. Ich kann es mit meiner Selbstachtung nicht mehr vereinbaren, mich so ausnutzen zu lassen. Und dann können Sie sogar noch hinterher sagen, und das hattest du doch bestimmt nicht beabsichtigt.
Und das lassen wir mal wirken, ja? Dann gibt es noch das Thema Vergangenheit, das kennen Sie vielleicht auch, dass Sie sich immer wieder mit Themen der Vergangenheit beschäftigen, nicht nur von damals, sondern auch der jüngsten Vergangenheit. Alles wird durchgekaut, analysiert, was habe ich gesagt, was hätte der andere sagen sollen und so. Ja. Es bringt überhaupt nichts, es kostet nur endlos Energie. Und auch da könnte der Trainer Sie körperlich spüren lassen, es gibt gar kein Zurück, was für weit ist vorbei. Was sagen Sie da? Gut. Also, Sie stellen sich vor, Sie gehen aus alter Gewohnheit zurück in die Vergangenheit. Der Trainer stoppt Sie kraftvoll und jetzt hören Sie mal, was der Trainer Ihnen sagt. Es gibt kein Zurück, vorbei ist vorbei. Okay. Und der Trainer kennt inzwischen schon seine Analyse und der lässt Sie gar nicht, bevor Sie überhaupt starten können, ist er schon bei Ihnen. Er ist einfach schneller als Sie. Stopp, es gibt kein Zurück, was vorbei ist, kommt doch nie mehr wieder. Wenn es stimmt, können Sie auch noch ein drittes Mal. Gibt kein Zurück. Was mausetot ist, wird auch nie wieder lebendig. Ja. So. Dann gehen Sie nochmal mit der roten Figur zu Ihrem wahren Selbst. Schauen Sie mal, wie jetzt die Verbindung ist. Rot und Gelb. Spüren Sie in sich hinein. Wie fühlt sich das an? Sehr gut. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo Sie sich dieser kleinen Analyse zuwenden können. Das ist jetzt das, was andere Leute so als Arbeit mit dem inneren Kind bezeichnen. Sobald man, wenn man noch nicht verbunden ist mit dem Erwachsenen selbst, ist es mühsam und meistens gelingt es auch gar nicht. Aber jetzt, wo Sie sozusagen mit dieser starken Selbst verbunden sind, haben Sie eine ganz andere Chance, auch für dieses innere Kind, für das Kind hier selbst da zu sein. Als erstes Mal war es ja so, dass die kleine Anneliese da ja in dieser Familie wahrscheinlich gar nicht das Gefühl hatte, dass sie immer so okay ist, wie sie ist. Und sie haben das möglicherweise übernommen. Meistens macht man das so, jetzt dürfen Sie mal symbolisch die Brille dieser Familie ablegen, legen Sie mal, schauen Sie mal mit Ihren eigenen Augen. Diese kleine Analyse von damals, gibt es an der was auszusetzen? Nein. Dann können Sie doch sagen, du bist goldrichtig. Du bist goldrichtig. Und schade, dass diese verwirrte Familie, die das damals nicht vermitteln konnte. Und schade, dass dir diese verwirrte Familie das damals nicht vermitteln konnte. Und ich habe mich vielleicht auch noch davon anstecken lassen. Und ich habe mich vielleicht auch noch davon anstecken lassen. Mit dir hat das nichts zu tun. Mit dir hat das nichts zu tun. Das hast du auch nicht verdient. Das hast du auch nicht verdient. Dann legen Sie mal einen Finger auf die kleine Anneliese. Wie geht es der kleinen Anneliese, wenn sie das von Ihnen hören? Die fühlt sich gesehen. Ja. Nun, wie war es denn, wie Sie auf die Welt gekommen sind? Konnte ihr denn die kleine Anneliese begrüßen und wenn und aber, oder gab es da schon Probleme? Ja, da gab es schon Streit zwischen meinen Eltern. Ja. Also, wir haben gelernt, für ein gesundes Selbstwertgefühl ist es günstig, wenn man so begrüßt wird, ohne Wenn und Aber. Und heutzutage wissen wir auch, wenn die Eltern das damals aus irgendwelchen Gründen nicht konnten, kann man es auch noch selber nachholen. Mhm. Was halten Sie davon? Finde ich gut. Wir können Sie doch heute zu der kleinen Anneliese sagen, wie schön, dass du da bist. Wie schön, dass du da bist. Und wie schön, dass du genauso bist, wie du bist. Und wie schön, dass du genauso bist, wie du bist. Gleichzeitig so stark und wild wie eine Löwin. Gleichzeitig so stark und wild wie eine Löwin. Und so zart und sensibel wie ein Kätzchen. Und so zart und sensibel wie ein Kätzchen. Wie schön, dass du ein Mädchen bist. Und wie schön, dass du ein Mädchen bist. Und noch dazu so eine ganz besondere. Und noch dazu so eine ganz besondere. Legen Sie mal einen Finger auf die kleine Anneliese, wie geht es der kleinen Anneliese, wenn sie das heute von Ihnen hören würde? Die ist beseelt. Genau. Nun hat diese kleine Anneliese in dieser Familie einige schmerzliche und verwirrende erlebt, aber
sie hat es überlebt. Und das kann man auch mal würdigen. Danke, dass du das alles überlebt hast. Danke, dass du das alles überlebt hast. Danke, dass du nicht gestorben bist. Danke, dass du nicht gestorben bist. Danke, dass du niemanden umgebracht hast. Danke, dass du niemanden umgebracht hast. Und danke, dass du in diesem Chaos nicht verrückt geworden bist. Und danke, dass du in diesem Chaos nicht verrückt geworden bist. Das war überhaupt nicht selbstverständlich. Das war überhaupt nicht selbstverständlich. Wie geht es der kleinen Anneliese, wenn sie das heute von Ihnen hören? Gut. Können Sie doch zu der kleinen Anneliese sagen, trotz allem haben wir beide das damals fantastisch hinbekommen. Trotz allem haben wir beide das damals fantastisch hinbekommen. Wir beide sind einfach ein super Team. Wir beide sind einfach ein super Team. Wie wäre das für die kleine Susanne, wenn sie das von Ihnen hört? Die kleine Anneliese, das von Ihnen hört? Die fühlt sich angenommen. So ist es. Nun, damals konnte sie die Kleine nicht schützen. Heute könnte es eigentlich anders sein. Heute lasse ich nicht mehr zu, dass du verletzt wirst. Heute lasse ich nicht mehr zu, dass du verletzt wirst. Dass du überfordert wirst. Dass du überfordert wirst. Dass du benutzt wirst. Dass du benutzt wirst. Dass dir Schuldgefühle gemacht werden. Dass dir Schuldgefühle gemacht werden. Dass du Gehirn gewaschen wirst. Dass du Gehirn gewaschen wirst. Das alles ist vorbei. Das alles ist vorbei. Geht's dir der kleinen Anneliese, wenn sie das von Ihnen hört? Gut, und die fühlt sich sicher. Ja. Und die kleine Anneliese könnte Ihnen da eine wichtige Botschaft lassen und Sie hören einfach immer zu. Mhm. Könnt ihr sagen, ich habe das damals alles überlebt, ohne Schaden dabei zu nehmen. Es ist mir ganz wichtig, dass du das heute weißt. Ist das für Sie, wenn Sie das hören? Das nimmt mir ein Stück weit eine Last ab. Gut. Und das ahnt die kleine Anneliese, sie möchte nämlich damit sagen, ich brauche jetzt überhaupt nicht dein Mitleid. Ich brauche nicht deine Schuldgefühle. Und ich kann es auch nicht brauchen, wenn du mich jetzt irgendwie schonst, als wäre ich nicht belastbar. Ich möchte nicht, dass du mich auf die Reha-Abteilung abschiebst, ich möchte endlich mit dir auf die Löwenparty. Okay. Kommt es an bei Ihnen? Ja. Jetzt, wie geht es denn? Es könnte sein, dass es heute der kleinen Anneliese auch nicht so gut geht. Sie haben ja Partner und Kinder, stimmt's? Mm-mm. Kein Partner? Nee. Was machen Sie beruflich? Ich bin für alles Kaufmännische und Organisatorische zuständig in einer kleinen Firma. Ja. Also wahrscheinlich auch gibt es ja gar keine nicht genau definierte Aufgaben und Sie sind dann gleich für alles zuständig. Ja, genau. Also da hatten Sie es natürlich auch da immer überfordert und für die kleine Anneliese gibt es da gar keine, haben Sie vielleicht gar keine Aufmerksamkeit. Ich kann sehen, dass auch heute die kleine Anneliese eher zu kurz kommt. Ja. Vielleicht denken Sie auch, die eine kleine Anneliese, das hat ja damals alles ausgehalten und auch heute muss ich es einfach aushalten. Ich habe so viele andere wichtige Dinge zu tun, um die kleine Anneliese kann ich mich nicht auch noch kümmern. Mhm. Kennen Sie? Ja. Aber es ist natürlich gegenüber, es ist verständlich auch, aber gegenüber der kleinen Anneliese ist es nicht so wirklich, nicht so wirklich fair. Mhm. Jetzt, manchmal, wenn man so viel für den Chef tut, dann erwartet man, dass der Chef sich auch mal vielleicht ein bisschen Verständnis hat. So auch und einen auch mal irgendwie ein bisschen anerkennt oder ein bisschen auch mal was Gutes tut. Und das geht meistens hin. Ja. Und unter uns gesagt ist es auch nicht ganz fair, wenn man den Chef dazu benutzt als Babysitter für die kleine Anneliese. Ja. Der Chef ist ja interessiert an der Erwachsenen, die was leistet und für die Kleine ist überhaupt nicht zuständig. Jetzt, was aber jetzt die kleine Anneliese angeht, ist es ja gleich dreifach unfair. Jetzt hatte sie schon diese Eltern, die sich gar nicht richtig um sie kümmern konnten. Sie selber können sich auch nicht so um sie kümmern. Und dann überlassen sie die kleine Anneliese auch noch einem Chef, der sich ja wieder von Profession aus gar nicht um die Kleine kümmern kann. Hm. Ja, um Gottes Willen, was haben Sie der kleinen Anneliese die ganzen Jahrzehnte lang zugemutet? Ziemlich viel.
Das ist überhaupt ein Wunder, dass die überhaupt noch durchgehalten hat. Ja. Wen bräuchte die kleine Anneliese wirklich? Die große Anneliese. Was halten Sie davon? Finde ich gut. Dann können Sie auch sagen, ab heute bin nur noch ich für dich zuständig. Ab heute bin nur noch ich zuständig für dich. Und nur du bist für mich die absolute Nummer eins. Und nur du bist die absolute Nummer eins für mich. Noch vor allen Problemen unseres Geschäftes. Noch vor allen Problemen unseres Geschäftes. Und ich überlasse dich auch nie wieder diesem Chef. Und ich überlasse dich auch nie wieder diesem Chef. Wie wäre das für die kleine Anneliese, wenn sie das von Ihnen hört? Findet sie gut. Und wie ich die kleine Anneliese einschätze, möchte die unbedingt was anstellen. Mhm. Und zwar nicht zu knapp. geht das überhaupt bei Ihnen oder geht es bei Ihnen mehr so leistungsmäßig und kontrolliert so? Nee, sie darf schon was anstellen. Also sie bräuchte schon ein konkretes Angebot. Sie könnten doch mal zum Beispiel sagen, bei mir darfst du noch heute was anstellen. Bei mir darfst du noch heute was anstellen. Und es ist inzwischen 20.30 Uhr. Ja? Mhm. Heute darfst du noch was anstellen und dann können Sie sagen, und ich persönlich stehe dann Schmiere für dich. Heute darfst du noch was anstellen und ich persönlich stehe dann Schmiere für dich. Wie wäre das für die kleine Anneliese, wenn sie das von Ihnen hören würde? Die freut sich. Ja. Und damit die Kleine das glaubt, nehmen Sie doch mal die kleine Anneliese an Ihr Herz und spüren Sie mal nach, wie fühlt sich das an, wenn diese kleine Anneliese endlich einen sicheren Platz gefunden hat. Da wird sie erstmal wahrgenommen, wie sie wirklich ist. Sie wird wertgeschätzt, sie wird beschützt und sie darf sogar ihren Spaß. Ja, die fühlt sich endlich angekommen oder angenommen an. Ja. Und wie geht es denn Ihnen, wenn die kleine Anneliese jetzt einen guten Platz bekommen hat? Auch gut. Also ich bekomme im Moment das Bild, wenn es dem inneren Kind gut geht, dann lösen sich 70% aller Probleme von selber. Weil meistens kämpft man mit vollem Einsatz und Energieverlust an Fronten, wo man überhaupt nicht zuständig ist, wo man gar nichts bewirken kann. Ja. Und das Naheliegende, für das hat man dann gar keine Energie mehr. Ja. Ja, dann nehmen Sie mal die drei Elemente zusammen, legen Sie mal die Hand drüber. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn diese drei Elemente eins werden, die so lange Zeit getrennt waren? Sehr schön. Also es ist so, es ist auch so stimmig. Also es gehört zusammen. Ja. Also vorher, was Sie da alles in Ihrem Raum da eingesammelt hatten, Ihr Trauma, Papas Trauma, das falsche Selbst vom Vater, Ihr eigenes falsches, das war alles mit Ihrem Wesen überhaupt nicht vereinbar. Es war ja Stress pur. Ja. Ja, es war ja, und das könnte jetzt alles vorbei sein. Ja. Dann schauen Sie mal rüber zu, der Vater lebt noch? Mhm. Haben Sie Kontakt mit Ihrem Vater? Mhm. Wie geht es Ihnen, wenn Sie mit Ihrem Vater mal zusammen waren? Kommt nochmal drauf an. Manchmal ist es ganz okay, manchmal ist es sehr kräftezehrend. Also jetzt schauen Sie mal, ich denke, wenn Sie sich jetzt besser abgrenzen können ihm gegenüber, dann könnte sich da auch was verändern. Jetzt legen Sie mal einen Finger auf das wahre Selbst Ihres Vaters. Schauen Sie mal, ob Sie spüren können, wie geht es dem wahren Selbst Ihres Vaters, wenn das sehen würde, dass die Anneliese jetzt so bei sich selber angekommen ist. Das findet er gut. Ja. Und können Sie sich vorstellen, dass zumindest vom wahren Selbst des Vaters so ein Segen kommt für Sie? Mhm. Ob der Vater selber das in der Lage sein würde, das ist immer ein bisschen fraglich, wenn man nicht weiß, wie stark er verwirrt ist für sein eigenes Trauma. Aber da bei dem wahren Selbst, da können wir nicht. Da können wir gar nicht falsch gehen. Und wenn es okay, wenn ich das stellvertretend sagen würde, mhm. Also Ihr Vater, das war selbst des Vaters, könnte sagen, Anneliese, ich gebe dir gerne mein Leben. Lebe dein eigenes Leben. Lebe deine Würde und deine Kraft.
Liebe deine Liebe und deine Lebendigkeit. Du bist frei. Und dann können Sie sich und die beiden Selbstanteile nehmen. Sie drehen sich um, gehen in die andere Richtung. Gehen nochmal über eine Grenze ins Hier und Jetzt. Spüren Sie mal nach, wie fühlt sich das an? Die Tür zur Vergangenheit ist zu, da gibt es nichts mehr zu erledigen, da gibt es nichts mehr zu holen. Und wie fühlt sich das an, wenn Sie so im Hier und Jetzt ankommen? Sehr verbunden und verwurzelt. Also ich glaube, das können wir einfach mal so stehen lassen. Dann beende ich mal die Aufzeichnung. Sie bekommen wie immer einen Link zu dem Video.